Hallo liebe Camperfreunde, willkommen auf unserem Kanal. Plant ihr aktuell einen neuen Trip oder möchtet ihr vielleicht mit eurem Wohnmobil auf die Insel und benötigt noch ein paar Informationen, wie es ist, mit dem Wohnmobil auf die Fähre zu fahren? Dann seid ihr hier genau richtig. In diesem Video berichte ich euch, wie es ist, mit dem Wohnmobil auf die Fähre zu fahren. Mein Name ist Eva und zusammen mit meiner Schwester Katrin betreiben wir die Road Buddies. Auf diesem Kanal möchten wir euch Tipps und Hacks verraten, die euch beim nächsten Trip behilflich sein werden. Um mit dem Wohnmobil auf die Fähre fahren zu können, benötigt ihr vorab ein Ticket für euch und für euer Wohnmobil. Wir kaufen unsere Tickets vorab im Internet. Hier können wir euch folgende Anbieter empfehlen: Direct Ferry, Go Ferries, Ferry Hopper oder Mr. Ferry. Es handelt sich hierbei um Buchungsplattformen, die sich aber preislich von den direkten Anbietern nicht unterscheiden. Sie machen euch aber die Buchung wesentlich einfacher, weil es übersichtlicher dargestellt ist. Die Links zu den Seiten findet ihr in der Videobeschreibung. Damit ihr das Ticket so günstig wie möglich erwerben könnt, haben wir ein paar Spartipps für euch zusammengetragen. Die meisten Fähren sind unter der Woche günstiger als am Wochenende. Unsere Erfahrung ist, dass die Fähren Dienstag oder Mittwoch meist am günstigsten sind. Ein weiterer Tipp ist, die Preise zu beobachten. Gerne auch über einen längeren Zeitraum, denn die Preise können stark schwanken. Zusätzlich empfehlen wir euch, auch die Fährhäfen zu vergleichen. Wenn ihr zum Beispiel eine Reise nach Sardinien plant, kann die Reise vom Hafen nach Olbia teurer sein als nach Porto Torres. Deshalb gebt einfach unterschiedliche Häfen in eure Suchfunktion ein und sucht euch das günstigste raus. Aber der wichtigste Tipp ist, wie bei jedem Preisvergleich, Flexibilität zahlt sich aus. Es lohnt sich also, mit den Tagen und den Abfahrthäfen oder Ankunftshäfen zu experimentieren. Wann macht eine frühe Buchung eigentlich Sinn? Wenn bei euch folgende Kriterien zutreffen, solltet ihr euer Fährticket frühzeitig buchen. Je mehr Kriterien ihr erfüllt, desto eher würden wir ein Ticket kaufen. Erstens, bei einer knapp bemessenen Reisezeit, das heißt, wenn ihr zeitlich wenig bis gar keinen Spielraum habt. Zweitens, bei einer sehr beliebten Strecke während der Hauptsaison und besonders zu den Sommerferien. Drittens, bei längeren Überfahrten. Hierbei gilt, je länger eine Überfahrt ist, desto weniger oft wird sie unter der Woche angeboten. Viertens, bei einer Kabinenbuchung. Wenn ihr während der Reise eine Kabine zubuchen möchtet, was wir bei einer längeren Reise oder Nachtfahrt empfehlen würden, ist es ratsam, frühzeitig zu buchen. Hier zeigen wir euch ein Foto einer Kabine. So sehen die meisten Standard-Viererkabinen auf den Fähren aus. Wir möchten euch aber noch einen kleinen Kabinentipp mitgeben. Bei starkem Seegang haben wir die Leiter zum Rausfallschutz umgebaut. Hierfür müsst ihr einfach die Leiter eures Hochbettes zwischen die Matratze und den Bettrahmen stecken. Und ihr habt die Kinder oben gesichert. Denn auf den Kabinen gibt es keinen Rausfallschutz. Mit dem Wohnmobil auf die Fähre fahren. Das Auffahren auf die Fähre ist dank der Einweiser wirklich nicht schwierig. Die Einweiser begleiten euer Fahrzeug bis zu eurem Platz und geben euch genaueste Instruktionen, wie und in welche Richtung ihr euer Fahrzeug lenken sollt. Zudem fahrt ihr vorwärts rauf und auch meistens vorwärts wieder runter. Trotzdem möchten wir noch einen ganz wichtigen Tipp mitgeben. Fahrt wirklich langsam auf die Fähre, auch wenn die Einweiser hektisch winken. Es besteht die Gefahr, dass ihr mit einem großen Fahrzeug bei zu hohem Tempo hinten oder vorne aufsetzt. Unser zweiter Tipp für euch ist, Wasser ablassen, um Gewicht zu verlieren. Ein leerer Wassertank kann euer Gewicht um bis zu 120 Kilo reduzieren. Wir lassen lediglich 20 Liter im Tank. Also, nur Mut, liebe Camper, und rauf auf die Fähre. Während der Überfahrt. Wenn ihr eure Parkposition erreicht habt, müsst ihr euer Fahrzeug verlassen. Aber aufgepasst! Ihr müsst vor dem Verlassen eures Fahrzeugs das Gas abdrehen. Außerdem ist es zu empfehlen, dass ihr gerade bei längeren Fahrten eine Tasche mit an Deck nehmt. Diese solltet ihr am besten schon im Vorfeld gepackt haben. Aber was kommt in die Tasche? Wir packen wichtige Papiere, zum Beispiel Pässe, Tickets oder unsere Reservierung ein.
zusätzlich ein Portemonnaie mit Bargeld. Wenn ihr während der Überfahrt Medikamente benötigt, zum Beispiel gegen Übelkeit oder die Pille, gehören die ebenfalls in die Tasche. Außerdem packen wir Verpflegung ein, zum Beispiel Essen und Trinken. Zum Zeitvertreib packen wir uns Kartenspiele, Brettspiele und unsere Reader ein. Wer eine Kabine gebucht hat, benötigt zusätzlich eine Kulturtasche, Handtücher und einen Schlafanzug. Handtücher sind meistens gestellt, aber da wir auf Nummer sicher gehen wollen, packen wir uns immer nochmal Handtücher ein. Damit euch an Bord während der Überfahrt nicht langweilig wird, haben die meisten Fähren mehrere Restaurants, einen Indoor-Spielplatz für die kleinen Kinder, eine Bücherei, ein Kino und manche Fähren haben sogar ein Pool an Deck. Wenn ihr den Pool nutzen möchtet, müsst ihr an euer Badezeug denken. Wir haben unser Badezeug bisher jedes Mal auf die Fähre mitgenommen und nicht ein einziges Mal war der Pool offen. Nach dem Aufruf solltet ihr euch zügig zu eurem Fahrzeug begeben. Aber geht wirklich erst nach dem Aufruf zum Fahrzeug, vorher sind die Türen verschlossen. Die freundlichen Fahrzeugeinweiser begleiten euch vom Schiff runter. Auch beim Verlassen des Schiffes gilt, fahrt bitte langsam runter. Wenn ihr sicher unten angekommen seid, könnt ihr eure Wassertanks in fast jedem Hafen wieder befüllen. Ihr habt es geschafft. Wir wünschen euch an dieser Stelle einen schönen Urlaub. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Bleibt weiterhin sicher unterwegs. Eure Road Buddies. Weitere Infos zu diesem Video und zu unserem Blog findest du unter www.roadbuddies.de. Tschüss und bis bald!